Das ist einer der gigantischsten Orte Europas. Eine Insel am Rande der Arktis. Aus dem 4000 Meter tiefen Nordmeer erheben sich bizarre Felsen steil in den Himmel. Aber ich höre jetzt hier auf. Vernünftigerweise. Nach fast 3000 Kilometern in Richtung Norden sind wir Wind und Wetter härter ausgeliefert als jemals zuvor. Kommt mit und erkundet gemeinsam mit uns Senja. Man kann es im Hintergrund sehen, wir haben es geschafft, wir sind in Norwegen. Ich war gerade schon einkaufen, weil das ja auf schwedischer Seite leider nicht ging. Nur 90 Euro bezahlt, das war echt kein Schnäppchen. Ganz Norwegen im Miniaturformat, das sagt man über die Insel Senja. Denn jede Besonderheit Norwegens, von der Küste bis auf die Berggipfel, sind hier auf kleinstem Raum vereint. Senja liegt nördlich von Lofoten, jener berühmten Inselgruppe, deren Fußballplatz sicher schon jeder einmal irgendwo gesehen hat. Wer aber Ruhe und Natur sucht, fährt noch ein Stück weiter nordwärts auf Senja. Leute, es ist so unfassbar schön. Guckt euch's an. Ihr habt es ja eh schon im Thumbnail gesehen, wo wir sind. Wir sind auf Senja gefahren, gleich auf die Westseite durchgedonnert. Und es ist einfach unglaublich, wie schön das hier ist. Unsere Erfahrungen auf Lofoten nach auch echt leer. Ich zeige euch jetzt mal unseren Stellplatz. Wir kommen erstmal an, gehen noch eine kleine Runde Gassi mit dem Hund und dann ist es auch schon spät, dann werden wir Feierabend machen. Wir haben jetzt hier in der Nähe unseres Stellplatzes einen wunderschönen Strand. Es ist richtig schön hier. Es ist relativ kühl, aber ansonsten fast windstill. Es ist gerade Ebbe und Hedwig kann ein bisschen laufen. Wir machen einen Spaziergang, vertreten uns die Beine. Wunderschön hier. Wir waren 2019 auf Lofoten und haben es zwar wunderschön gefunden, aber irgendwie auch nervig, weil es war super voll, zu Recht natürlich, weil es einfach wirklich schön ist. Aber wenn du dann keinen Stellplatz findest und die ganze Zeit nur gestresst bist, dann kannst du die Schönheit auch irgendwie nicht genießen. Und deswegen haben wir uns ganz bewusst dagegen entschieden, wieder nach Lofoten zu fahren und sind diesmal auf Senja und bis jetzt muss ich sagen, ich bereue es kein bisschen. Es ist unfassbar schön und wir haben ohne Probleme einen Stellplatz gefunden. Ja. Klar, wir sind nicht die Einzigen, die unterwegs sind, also ein paar Camper gibt es auf jeden Fall hier und da, aber es war jetzt kein Problem, sich hier irgendwo hinzustellen und wir stehen alleine. Also ich finde es richtig, richtig cool bis jetzt. Senja hat sehr, sehr viele Highlights zu bieten und die wollen wir jetzt entdecken. Mal gucken, wie es uns gefällt. Kleine will wieder nach Hause. Es ist auch echt kalt, also 10 Grad höchstens würde ich schätzen. So. Obwohl, jetzt haben wir uns bewegt, jetzt komme ich mir wieder ein bisschen wärmer vor. Aber es ist schon relativ kalt.
Ja, wir gehen mal wieder zum Bus. Nur die Harten kommen in den Garten. Guten Morgen hier von unserem Stellplatz. Ich habe gerade ein paar Würfe gemacht. Hinter uns ist eine Mole. Es war Ebbe, einlaufende Flut. Hab wie gesagt ein bisschen geangelt. Jetzt sind wir startklar. Wir wollen eine Wanderung machen, die zu den schönsten auf der ganzen Insel gehört. Zum berühmten Aussichtspunkt hier. Und euch nehmen wir mit. Wir packen noch fertig zusammen, dann geht's los. Und dann schauen wir mal, ob wir es packen. Es soll relativ viele Höhenmeter geben. Aber dafür ist die Wanderung kurz. Also mal sehen. Später soll es auch noch regnen, aber morgen soll es zusätzlich noch stürmisch sein. Deswegen machen wir es heute. Ein bisschen Regen werden wir schon abkönnen. Zur Not kann man ja abends seine Klamotten hier wieder trocknen bei uns im Bad. Von daher wird es schon gehen. Genau, und dann schauen wir mal, ob wir es packen, die Höhenmeter zu machen. Wenn das ganz gut klappt, dann trauen wir uns vielleicht auch noch mal eine schwierigere Wanderung bzw. eine längere, weil man sieht es ja hier im Hintergrund, es geht einfach von 0 auf 1000 Meter hoch und so sehen halt auch die Wanderungen aus. Also das ist jetzt nichts für schwache Nerven und da wollen wir mal gucken, ob wir es packen. Wenn ja, dann machen wir vielleicht noch eine und wenn nicht, dann begnügen wir uns mit der Aussicht. Ich hatte den Satz nicht zu Ende gesagt, da fing es an zu regnen. Macht den Platz aber, wie ich finde, nur noch schöner. Ja, ein Traum. Und wir haben beschlossen, dass wir die Wanderung abblasen. Wir sind ja auch noch gar nicht losgegangen. Aber es wird nicht nur, es regnet nicht nur, das wäre ja an sich gar nicht so schlimm. Ihr wisst ja, das stört uns nicht weiter. Aber es wird auch so diesig und zieht komplett zu. Die Bergspitzen sind schon im Nebel. Und wir hatten mal einmal in Schottland sehr schlechtes Wetter beim Wandern, beim Munro-Bagging. Und hatten dann auf dem Gipfel fast nichts mehr gesehen. Das war dann echt unangenehm und wir kennen uns hier nicht aus, das ist hier alles sehr steil, das wäre dumm, jetzt loszuwandern, deswegen lassen wir es lieber, gucken, ob das Wetter noch mal besser wird, aber es zieht hier gerade so ein krasser Nebel drüber, dass es einfach auch gefährlich wäre und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, dass wir nicht wandern gehen, mal gucken, wie wir den Tag jetzt sonst gestalten, vielleicht lockert es ja wieder auf. Aber die Forecasts sind eigentlich so semi-gut. Schauen wir mal. Wir sind noch mal rausgegangen. Wir haben dann stattdessen den Nachmittag genutzt, einen Kuchen zu backen. Ich kann euch auch die kläglichen Reste davon mal zeigen. Ich habe ihn natürlich nicht in Szene gesetzt, bevor wir ihn angeschnitten haben. Aber er war wirklich sehr, sehr lecker. Es gibt hier nicht allzu viele Wege, denn rechts und links vom Straßenrand geht es steil bergab oder bergauf. Deswegen laufen wir hier so ein bisschen Straße, aber es ist fast kein Verkehr. Die wenigen Autos, die hier fahren, sind oft Camper. Genau, also in der Nacht war gar kein Verkehr und jetzt tagsüber, wie gesagt, war es auch überschaubar. Aber ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich das mal sehe. Hier drüben die Berge, die ich euch vorhin gezeigt habe, die sind komplett noch in den Wolken oder im Nebel. Da hätte ich jetzt echt keinen Bock rumzulaufen. Dann läufst du da so hoch, 1000 Höhenmeter oder 500 oder was weiß ich wie viel. Dann kannst du 10 Meter gucken. Das ist auch richtig blöd. So ging es uns in Schottland, wie gesagt, damals. Naja, also neuer Tag, neues Glück. Jetzt machen wir erstmal unsere Hunderunde und dann sehen wir weiter.
Da vorne sitzt ein Riesenadler. Ich habe jetzt hier den Maximalzoom vom, den digitalen Zoom vom Handy, weil ich nichts anderes mit habe. Ein bisschen erkennt man ihn, aber das ist ein Riesenteil. Riesengroß. Der absolute Hammer. Jetzt habe ich überlegt, ob ich zurückrenne, mein Telezoom-Objektiv hole, aber die Kamera ist nicht geladen. Ich habe gestern Abend leer gespielt. Und das war jetzt nochmal Christian sein Ohr. Da will man auch sehen. Da sitzt er auf dem Felsen. Guckt, was wir machen. Oh, wie gerne hätte ich jetzt die richtige Kamera dabei. Schaut mal. Ist das krass. Wir sind zurück von der Gassi-Runde. Wir machen uns jetzt erstmal einen schönen Tee, kuscheln uns ein. Chrissy ist nochmal angeln. Und wir Mädels machen es uns gemütlich. Ich denke, mehr wird heute nicht mehr passieren. Deswegen gute Nacht und bis morgen. Also dieser Tunnel, in dem wir jetzt fahren, der hat schon Geschmäckle. Er ist schon echt gruselig, so ein bisschen. Er ist ewig lang, richtig dunkel und schmal. Und am Eingang davon war wie so eine Tür. Also man hatte so das Gefühl, man fährt ins Bergwerk rein oder irgendwo rein, wo es verboten ist. Das war ganz komisch. Aber Ende soll aber ein Wanderparkplatz sein, wo die Wanderung zu einem der berühmtesten Gipfel hier auf Senja losgehen soll. Die Wettervorhersagen sind halt sehr schlecht, aber das Wetter passt im Moment nicht zu den Vorhersagen. Es soll eigentlich windig sein und stark regnen. Es ist aber sonnig und fast kein Wind. Deswegen dachten wir, wir fahren erstmal hin und gucken es uns an und entscheiden dann vor Ort, ob wir ein Stück gehen oder nicht. Und wie weit wir gehen, das ist halt auch keine Pille-Palle-Sache. Muss man schon trittsicher sein. Und wir haben ja nun einen Welpen dabei und ein kleines Kind. Wir schauen mal, was wir machen. Jetzt ist der Tunnel zu Ende. Das ist immer sehr befreiend, wie ich finde. Ich beginne jetzt die Wanderung hier auf den Hesten, wo man diesen berühmten Zahn von dem Berg sieht, der sehr berühmt für Senja ist sozusagen. Das Wetter ist unglaublich schlecht. Es regnet die ganze Zeit. Der Wetterbericht war jetzt auch so schlecht, dass man jetzt nicht einfach so warten könnte. Es soll jetzt eine Woche durchregnen und deswegen ja, ziehe ich jetzt einmal durch und schaue mir das an. Und Hedwig ist natürlich auch mit dabei. Also ich hoffe mal, sie schafft das, aber ich denke mal schon. So, die Wege sind nass, aber auf jeden Fall noch begehbar. Erstmal kein Problem bis hierher. Da ist der Berg und da blickt man schon ein bisschen runter. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Wir sind jetzt ein paar Meter aufgestiegen. Oh, es wird langsam anstrengend, es sind eigentlich bloß 2 Kilometer, aber dafür 500 Höhenmeter und der Weg ist jetzt doch recht glitschig durch den Regen. Also man muss schon relativ trittsicher sein und gute Schuhe anhaben. Auf jeden Fall. Die Kleine macht das hier hervorragend, muss man sagen. Es kamen mir am Anfang einige Wanderer entgegen, die wieder runtergegangen sind. Und ich habe das Gefühl, dass heute hier oben nicht mehr viele sind. Also wir werden einigermaßen alleine sein. Und der Blick ist wirklich sagenhaft, schaut mal. Es wird alles etwas steiler. Mal gucken, wie lange ich noch zurechtkomme mit meinen Schuhen. Es ist ordentlich glatt, aber mal sehen. Schön vorsichtig sein auf jeden Fall, dann klappt das schon. Thank you.
So langsam wird es immer steiler hier und auch ordentlich matschig. Also ich muss mal gucken, ob ich dann überhaupt noch vernünftig runterkomme. Hier vorne ist so ein Bergkamm sozusagen. Und es stand geschrieben, wenn man ein bisschen, also wenn man Höhenangst hat, soll man das hier nicht unbedingt machen. Und zufällig habe ich ein bisschen Höhenangst. Aber ja, mal sehen, ob es wirklich so unangenehm ist oder ob es sich aushalten lässt. Ich denke mal, es wird schon gehen. Mal sehen. So, das ist der Zahn da von diesem Seeklar-Gipfel. Und der wird mit der fortschreitenden Wanderung immer spitzer. Das ist der Wahnsinn. Weil man den Blickwinkel jetzt natürlich ändert und der von der Seite relativ breit aussieht. Jetzt wird er aber immer spitzer und spektakulärer. Oh, ich bin schon relativ gut warm geworden, muss ich sagen. Ich glaube hier, das ist die Stelle, wo man, wenn man ein bisschen Höhenangst, ein bisschen vorsichtig sein muss. Aber das ist kein Problem, man muss ja nicht so nah rangehen. Also das ist ja wirklich kein Problem. Da sieht man die Klippe und da ist der wunderschöne Berg. Man kann sich gar nicht satt sehen an diesem Ausblick. Der Wahnsinn. Wir haben es nicht mehr weit, dann sind wir oben. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil es so langsam zuzieht und der Wind immer schlimmer wird. Aber ich denke mal, bis hoch schaffen wir es noch. Hier wird es jetzt immer felsiger. Da oben ist der Gipfel. Ja, los geht's. Ich bin ja eigentlich nicht der, der vorm Ziel aufhört, aber es zieht jetzt zu. Der Wind wird immer schlimmer. Es kommt Regen dazu und es wird immer steiler. Das ist hier eine richtig steile Kletterstrecke. Das ist die letzten 20, 30 Meter sein. Aber ich höre jetzt hier auf, vernünftigerweise. Und jetzt macht sich auch meine Höhenangst ein bisschen bemerkbar, wenn ich hier so runter gucke. Ja. Schade, aber ist halt so. Und jetzt gehe ich langsam wieder zurück. Oh, es wird immer schlimmer. Der Wind wird schlimmer. Es kommt Regen. Ist besser, wenn ich umdrehe. Heli ist direkt umgedreht. Also der ist hier auch zu wild auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir langsam wieder runter. Bisher kam sie eigentlich gut zurecht, eigentlich besser sogar noch als ich. Aber ja, man muss es nicht übertreiben. Und die Aussicht, die ist ja auch von hier schon so krass. Also wirklich,
absolut empfehlenswert, diese Wanderung hier. Wahnsinn. Erstmal wieder heil nach unten kommen. Das ist wie gesagt nicht so einfach. Das ist alles sehr rutschig. Aber wir machen schön langsam, Hedwig und ich. Und dann kriegen wir das schon hin. Boah, es wird immer ungemütlicher, ey. Wir müssen zusehen, dass wir runterkommen. Wenn das Wetter auch irgendwie besser wäre, dann wäre es auch nicht wirklich Norwegen. Norwegen muss immer am Limit sein, das ist klar. Aber es hat schon richtig, richtig viel Spaß gemacht, die Wanderung. Richtig viel Spaß. So, das sind hier die Spuren schon. Oh, hey, die langsam. Oh, hier rutscht man richtig runter. Also hier muss man echt vorsichtig machen. Das ist so glitschig. So, wenn man denkt, nach 500 Höhenmeter ist der Hund kaputt. Nope. Wir sind jetzt wieder fast unten. Hedwig ist überhaupt noch nicht schlapp. Sie geht hier in einem Gang runter. Wahnsinn. Was ich beeindruckend finde, der Berg da, na, wo ist er denn? Der Berg da, der sieht von unten aus wie ein ganz, ganz normaler Berg, von der anderen Seite auch. Wenn man um den Fjord drumherum fährt, da sieht man den, das ist ein ganz normaler Berg. Und nur bei dieser Wanderung sieht man den in der Perspektive, dass der wie so ein schräger Zahn da rauskommt und so richtig beeindruckend aussieht. Das ist irgendwie richtig kurios an der Wanderung auf jeden Fall. Ja, es war richtig schön. Es ist schon anspruchsvoll, vor allen Dingen bei Nässe, muss man sagen. Aber ja, es geht noch. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also krass. So, wieder zurück zum Bus. Das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es war, wie gesagt, richtig schön, sehr empfehlenswert. Man muss ein bisschen, konditionell muss man schon ein bisschen was mitbringen und ein bisschen trittfest sein. Und dann ist es eigentlich keine so schwere Wanderung, wenn man mal die letzten 20 Höhenmeter absieht, weil da muss man richtig klettern. Und das war mir heute zu viel. Na dann, tschüss! Das war Senja. Für uns einer der krassesten Orte auf unserer Tour durch den Norden. Unsere Erwartungen wurden mehr als übertroffen. Und wenn es auch euch gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like unter diesem Video. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und verpasst keins unserer neuen Videos mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss!